Leidest du an Muskelkrämpfen, die dir nachts den Schlaf rauben? Magnesium könnte Abhilfe schaffen. Oder etwa nicht? Das kläre ich heute für dich. Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung. Grüß euch und herzlich willkommen. Ich bin Giselle von Medomio und schaue mir heute mit dir an, ob Magnesium wirklich bei Muskelkrämpfen wirksam ist. Ich kläre heute für dich, was Magnesium ist, wie es wirkt, wie du für ausreichend Magnesium sorgst und ob sich Magnesium zur Prophylaxe bei Muskelkrämpfen eignet. Wer kennt es nicht? Man liegt nachts im Bett und kann nicht schlafen. Nach einer herrlichen Wanderung oder einer intensiven Sporteinheit erschweren schmerzhafte Muskelkrämpfe das Einschlafen. Aber nicht nur Muskelkrämpfe können uns wegen der Schmerzen den Schlaf rauben. Auch Gelenkschmerzen haben das Potenzial dazu. Vor lauter Schmerzen wissen wir nicht, wie wir uns am besten hinlegen sollen. Möchtest du wissen, wie du für weniger Gelenkschmerzen sorgen kannst? Dann hol dir am besten gleich unseren kostenlosen Guide mit den 11 unterschätzten Naturheilmitteln für weniger Gelenkschmerzen. Den Download-Link findest du wie immer unten in der Beschreibung. Bei Muskelkrämpfen handelt es sich um einen plötzlich auftretenden und schmerzhaften Zustand der Muskulatur, der häufig ohne erkennbare Ursache, also idiopathisch, auftritt. Vor allem schwangere, ältere Menschen oder Sportler leiden oft unter diesen schmerzhaften Krämpfen der Muskulatur. Aber es gibt auch neuromuskuläre Erkrankungen, Erkrankungen der Leber, der Nieren und der Schilddrüse, die mit häufigen Krämpfen einhergehen können. Und sogar einige Medikamente können diesen schmerzhaften Zustand auslösen. Der Mechanismus hinter den Krämpfen ist unklar. Dennoch beobachtet man, dass diese meistens mit einem Ungleichgewicht des Elektrolythaushalts einhergehen können. Und diese inkludiert auch die Hypomagnesämie, also den Magnesiummangel. Da Magnesium eine wichtige Rolle bei der Informationsweiterleitung in den Nerven sowie bei der Muskelkontraktion spielt, ist es naheliegend, dass man in der Behandlung auf die Supplementierung von Magnesium setzt. Aber bringt es das wirklich? Fast jeder kennt es. Gerade nach großer körperlicher Anstrengung leiden viele an nächtlichen Muskelkrämpfen. Diese können sehr intensiv und schmerzhaft ausfallen, sodass es auf der Hand liegt, eine wirkungsvolle Behandlung gegen diesen schmerzhaften Zustand zu finden. Erhebungen zeigen, dass vor allem schwangere Frauen, ältere Menschen und Sportler besonders häufig unter schmerzhaften Muskelkrämpfen leiden. So unterschiedlich diese Menschengruppen sind, so gibt es doch eine Gemeinsamkeit. Eine mangelhafte Versorgung mit Nährstoffen, die gut für unsere muskuläre Gesundheit sind, wie Vitamin D, Cholin und Magnesium. Aber kann eine Supplementierung insbesondere mit Magnesium tatsächlich helfen, Muskelkrämpfen vorzubeugen? Was bei Muskelschmerzen auf jeden Fall hilft, ist Bewegung. Mehr zu Bewegung gegen Schmerzen erfährst du übrigens im Video von Dominik Lange. Den Link habe ich dir natürlich wie immer unten in die Beschreibung gepackt. Schauen wir uns erstmal an, was Magnesium überhaupt ist. Magnesium ist neben Calcium, Kalium und Natrium das vierthäufigste Mineral in unserem Körper und wird für eine Reihe an wichtigen Körperfunktionen benötigt. Es ist an einer Vielzahl an biochemischen Abläufen beteiligt, wie beispielsweise der Muskelkontraktion. Aber auch bei der Nervenweiterleitung spielt Magnesium eine wichtige Rolle. Für Magnesium gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Wirkbereichen. So ist eine ausreichende Magnesiumversorgung wichtig bei Asthma, Osteoporose, Migräneattacken, Diabetes und Herzerkrankungen. Sogar bei Depressionen kann Magnesium helfen. Wenn du wissen möchtest, wie Magnesium sich auf dein Verhalten auswirkt, dann empfehle ich dir das Video zur Studie 2021. Magnesium, so kann es dein Verhalten beeinflussen. Den Link habe ich dir natürlich wie immer unten in die Beschreibung gepackt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, also die DGE, empfiehlt eine tägliche Magnesiumzufuhr von 300 Milligramm für Frauen und 350 Milligramm für Männer. Magnesium ist ein essentieller Mineralstoff, das heißt, es muss über die Nahrung aufgenommen werden. Gute Quellen für Magnesium sind unter anderem Mandeln, Cashewkerne, Erdnüsse, Spinat und Sojamilch. Da der Magnesium- und der Calciumhaushalt eng miteinander verknüpft sind, ist es wichtig, hier auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen diesen beiden zu achten. Deine Magnesiumzufuhr sollte hierbei in etwa die Hälfte bis zwei Drittel deiner Kalziumaufnahme betragen. So mannigfaltig die Wirkung von Magnesium nun ist, so zahlreich sind auch die Gründe für eine mögliche Mangelversorgung. So nimmt dein Körper mit zunehmendem Alter bis zu 30% weniger Magnesium aus der Nahrung auf.
Auch bei Rauchern und unter Alkoholkonsum sinkt die Aufnahme von Magnesium deutlich ab, weshalb hier eine erhöhte Zufuhr notwendig ist. Hochverarbeitete Nahrungsmittel können ebenso Grund für einen Mangel sein, wie die gleichzeitige Einnahme einiger Medikamente wie beispielsweise Antacida gegen Sodbrennen, aber auch niedere Vitamin-D-Spiegel reduzieren die Magnesiumresorption deutlich. Ein Mangel an Magnesium kann unter anderem zu Muskelkrämpfen führen. Aber hilft es deswegen automatisch bei Muskelkrämpfen? Ein Review aus dem Jahr 2020 ging dieser Frage nach. Hierfür wurden insgesamt 11 randomisiert kontrollierte Studien mit insgesamt 735 Probanden analysiert. Der Review umfasste hierbei sowohl Studien, die sich mit der Behandlung von Muskelkrämpfen bei älteren Menschen befasste, als auch solche, die Muskelkrämpfe bei Schwangeren untersuchten. Das Ergebnis des Reviews war, dass die Bedeutung von Magnesium in der Prophylaxe von Muskelkrämpfen bei älteren Personen eher gering ist, da die Frequenz der auftretenden Krämpfe nicht bedeutend gesenkt werden konnte. Die Ergebnisse bei schwangeren Frauen waren hingegen zwiespältig. Die Wirksamkeit von Magnesium in diesem Bereich konnte nicht sicher bewiesen werden. Und die Studienautoren verweisen darauf, dass wohl weitere Untersuchungen notwendig sein werden, um hier Klarheit zu erlangen. Trotz allem zeigt sich in der Praxis, dass eine Supplementierung von Magnesium vielen Leuten hilft. Wie viel Magnesium benötigt man täglich? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE, empfiehlt erwachsenen Frauen eine tägliche Magnesiumzufuhr von 300 Milligramm. Erwachsenen Männern empfiehlt sie 350 Milligramm Magnesium täglich. Was sind die Referenzwerte für Magnesium im Blut? Der Referenzwert im Blut liegt für Magnesium bei 0,7 bis 1 Millimol pro Liter. Was sind die Symptome eines Magnesiummangels? Ein Magnesiummangel kann sich durch vielerlei Symptome bemerkbar machen. Häufig kommt es zu Muskelkrämpfen, Zittern, Migräne oder Depression. Aber auch Veränderungen im EKG können bei Magnesiummangel ärztlich festgestellt werden. Bei Schwangeren kann es zudem zu einer vorzeitigen Wehentätigkeit kommen. Auch die Beschleunigung einer Osteoporose durch eine mangelhafte Magnesiumversorgung wird diskutiert. Womit sollte man Magnesium nicht einnehmen? Es kann zu Wechselwirkungen mit Diuretika, also Flüssigkeiten ableitenden Medikamenten, Protonenpumpenhämmern, dem sogenannten Magenschutz, bis Phosphonaten, die bei Osteoporose verabreicht werden, und manchen Antibiotika kommen. Bei gleichzeitiger Einnahme von Medikamenten empfiehlt es sich immer vor Supplementierung Rücksprache mit deinem behandelnden Arzt zu halten. Was sind Zeichen einer Überdosierung? Von einer Magnesiumüberdosierung spricht man ab Werten von über 2 Millimol pro Liter. Die häufigste Nebenwirkung bei zu hohen Magnesiumwerten ist Diarrhoe, also Durchfall. Später kommt es zu fehlenden Muskelreflexen, zur Muskelerschlaffung bis hin zu Lähmungserscheinungen der Muskulatur. Dies kann sogar die Atemmuskulatur des Herz betreffen, sodass es zu einem Blutdruckabfall bis hin zum Herzstillstand kommt. Solltest du auf der Suche nach einem hochwertigen Magnesiumpräparat sein, dann kann ich dir unseren Partner Victilabs empfehlen. Bei Victilabs findest du höchste Qualität von in Deutschland produzierten Nahrungsergänzungsmitteln. Die Magnesiumkapseln von Victilabs enthalten hochwertiges Trimagnesiumdizitrat, das aufgrund seiner organischen Verbindung eine hohe Bioverfügbarkeit aufweist. In der Beschreibung findest du einen Rabattcode für deine Bestellung bei Victilabs. Magnesium ist ein vielseitiges Mineral, das für zahlreiche biochemische Prozesse in unserem Körper benötigt wird, allen voran die Muskelkontraktion und die Reizweiterleitung an Nerven. Ein ausgewogener Magnesiumspiegel ist wichtig bei Asthma, Osteoporose, Migräneattacken, Diabetes und Herzerkrankungen. Sogar bei Depressionen kann Magnesium helfen. Auf eine ausreichende Magnesiumzufuhr zu achten, ist daher auf jeden Fall sinnvoll. Obwohl ein Magnesiummangel zu Muskelkrämpfen führen kann, eignete sich laut einer aktuellen Studienlage zur Behandlung von eben diesen Krämpfen jedoch nur bedingt und sollte im Bedarfsfall einfach getestet werden. Möchtest du auch weiterhin wertvolles wissenschaftlich fundiertes Wissen erhalten? Dann würde ich mich freuen, wenn du uns ein Abo und ein Like da lässt. Unter diesem Video kannst du auch gerne deine Meinung und Erfahrung zu diesem Thema mit uns und unserer Community teilen. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao!